Erinnern Sie sich an die Dinge, über die Sie sich vor einem Jahr Sorgen gemacht haben? Wie haben Sie sich bewährt? Haben Sie nicht eine Menge nutzloser Energie verschwendet? Ist das meiste davon nicht doch gut ausgegangen? Wenn wir unsere Feinde hassen, geben wir ihnen Macht über uns. Macht über unseren Schlaf, unseren Appetit, unseren Blutdruck, unsere Gesundheit und unser Glück. Unsere Feinde würden vor Freude tanzen, wenn sie nur wüssten, wie sehr sie uns beunruhigen. Unser Hass tut ihnen überhaupt nicht weh, aber er macht unsere Tage und Nächte zur Hölle. Die beste Art, sich auf morgen vorzubereiten, besteht darin, sich mit all deiner Intelligenz, mit all deinem Enthusiasmus darauf zu konzentrieren, die Arbeit von heute hervorragend zu erledigen. Das ist die einzige Möglichkeit, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Wenn Sie nicht schlafen können, dann stehen Sie auf und tun Sie etwas, anstatt sich Sorgen zu machen. Es sind die Sorgen, die dich fertig machen, nicht der Schlafmangel. Untätigkeit erzeugt Zweifel und Angst. Handeln schafft Vertrauen und Mut. Wenn Sie die Angst besiegen wollen, sitzen Sie nicht zu Hause und denken darüber nach. Gehen Sie raus und werden Sie aktiv. Ich habe festgestellt, dass sich Sorgen und Ärger in dem Moment in Luft auflösen, indem ich mir die vielen Segnungen vor Augen führe, die ich besitze. Wenn Sie sich Sorgen machen, gibt es keinen besseren Weg, sie zu besiegen, als sie durch einen Spaziergang zu vertreiben. Gehen Sie einfach mit ihnen spazieren. Vielleicht bekommen Sie Flügel und fliegen weg. Angst existiert nur im Kopf. 70% aller Patienten, die zu Ärzten gehen, könnten sich selbst heilen, wenn sie nur ihre Ängste und Sorgen loswerden würden. Ein Grund, warum Vögel und Pferde nicht unglücklich sind, ist, dass sie nicht versuchen, andere Vögel und Pferde zu beeindrucken. Lassen wir uns nicht durch Kleinigkeiten aus der Ruhe bringen. Das Leben ist zu kurz, um klein zu sein. Sobald Sie eine sorgfältige Entscheidung auf der Grundlage von Fakten getroffen haben, sollten Sie aktiv werden. Halten Sie nicht inne, um zu überdenken. Fangen Sie nicht an, zu zögern oder sich Sorgen zu machen. Verlieren Sie sich nicht in Selbstzweifeln. Schauen Sie nicht ständig über Ihre Schulter zurück. Setzen Sie einen Verluststoppbefehl für Ihre Sorgen ein. Entscheiden Sie, wie viel Angst eine Sache wert ist, und verzichten Sie auf weitere Sorgen. Denken Sie daran, heute ist das Morgen, über das du dir gestern Sorgen gemacht hast. Anstatt sich darüber Gedanken zu machen, was die Leute über sie sagen, sollten sie sich lieber darum bemühen, etwas zu erreichen, das sie bewundern werden. Eine der schlimmsten Eigenschaften der Sorgen ist, dass sie unsere Konzentrationsfähigkeit zerstören. Wenn wir uns Sorgen machen, springen unsere Gedanken hierhin und dorthin und überall hin. Und wir verlieren jegliche Entscheidungsgewalt. Wenn wir uns jedoch zwingen, dem Schlimmsten ins Auge zu sehen und es gedanklich zu akzeptieren, eliminieren wir all diese vagen Vorstellungen und versetzen uns in eine Lage, in der wir uns auf unser Problem konzentrieren können. Das Geheimnis des Unglücklichseins besteht darin, dass man die Muße hat, sich darüber Gedanken zu machen,
ob man glücklich ist oder nicht. Machen Sie sich also nicht die Mühe, darüber nachzudenken. Spucken Sie auf Ihre Hände und machen Sie sich an die Arbeit. Ihr Blut wird anfangen zu zirkulieren. Ihr Verstand wird anfangen zu ticken. Und schon bald wird dieser ganz positive Aufschwung des Lebens in Ihrem Körper die Sorgen aus Ihrem Kopf vertreiben. Beschäftigen Sie sich. Bleiben Sie beschäftigt. Das ist die billigste Medizin, die es auf dieser Welt gibt. Und eine der besten. Um Müdigkeit und Sorgen zu vermeiden, lautet die erste Regel: Ruhen Sie sich oft aus. Ruhen Sie sich aus, bevor Sie müde werden. Stellen Sie sich der Sache, die Ihnen überwältigend erscheint, und Sie werden überrascht sein, wie Ihre Angst dahinschmelzen wird. Denken Sie daran, dass Glück nicht davon abhängt, wer Sie sind oder was Sie haben, sondern allein davon, was Sie denken. Beginnen Sie also jeden Tag damit, an all die Dinge zu denken, für die Sie dankbar sein können. Ihre Zukunft wird weitgehend von den Gedanken abhängen, die Sie heute denken. Denken Sie also an Hoffnung, Zuversicht, Liebe und Erfolg. Diese Zitate stammen aus dem Buch von Dale Carnegie mit dem Titel »Sorge dich nicht, lebe«, das ich bereits zusammengefasst habe. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, sehen Sie sich das Video an, das Sie auf dem Bildschirm sehen. Vielen Dank fürs Anschauen und einen schönen Tag.